Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark in einer neuen Aufnahmesession, wie man sieht. Ich habe mir gerade nochmal die letzte Folge angeguckt, um irgendwie ein bisschen zu wissen, wo wir das letzte Mal waren. Und so richtig einen Plan habe ich trotzdem nicht. Fakt war, da draußen sind irgendwo drei Wölfe, 5 Stunden Schlaf übrig. Pass auf, ich leg mich mal hin. Warum haben wir denn nicht geschlafen? Wir schlafen gleich mal. Beginnt ja gut, die Folge. Beginnt sehr spektakulär, Timer nicht vergessen. Ich habe gerade schon mal versucht, die Aufnahme zu starten. What? 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 Warum? Ich verstehe es nicht. Wir haben doch so lange überlebt. Können wir noch irgendwie das nochmal laden? What the fuck? Es tut mir leid, was war da los? Wir hatten noch 91%, es ging uns doch gut. Wir waren ein bisschen unterkühlt, aber dafür wollte ich halt schlafen. Oh Gott, es tut mir so leid. Fuck, was soll ich sagen? Es tut mir so leid. Scheiße. Scheiße, was war denn los jetzt? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ey, Mann, pass auf, ich spiel mal eine Frau. Und nenne das Ganze wieder Sexbox. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los war. Was soll denn das? Wir haben noch gerade erst angefangen mit der Aufnahme. Ich gucke hier gerade ein bisschen bescheuert, Entschuldigung. Ich wollte noch so viel sagen. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Es ging uns doch gut. Oder nicht? Kann mich vielleicht mal irgendwer darüber aufklären, was hier gerade passiert ist? Waren wir irgendwie unterkühlt oder so? Aber normalerweise, wenn man schläft, ist doch wieder alles gut. Hier sind wir. Es tut mir so unfassbar leid. Was soll ich sagen? Ich mache jetzt kein großes Gewese. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los war. Es tut mir unfassbar leid. Da ist ein Hirsch. Es tut mir unfassbar leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Da habe ich schon mal gesagt, dass meine Brille nicht entspiegelt ist. Das muss ich unbedingt nachholen lassen. Es tut mir unfassbar leid. Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt auch nicht meine Absicht zu sterben, um Gottes Willen. Wir waren schon so weit gekommen. Und. Huch. Ach, das ist doch ärgerlich. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Also, was haben wir denn hier alles? Sind wir jetzt eine junge Dame? So, der Hirsch gibt mir ein bisschen Hoffnung. Die Aufnahme nicht. Es fängt an mit Ruckeln. Benimm dich. Okay. Wir gucken mal, was hier im Schnee liegt, aber. Ich bin immer noch ein bisschen perplex gerade, weil das. Was war das? Was sollte das? Ich meine, es war doch alles okay und wir waren auch schon so weit gekommen. Ich meine, wir haben fünf Tage oder so überlebt. Keine Gegenstände im Behälter, na super. Wir haben 5 oder 6 Tage überlebt, es war doch alles gut. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Es ging uns doch gut. Ich wollte mir eigentlich einen Plan machen, wie wir jetzt mit den Wölfen klarkommen als nächstes. Ist das clever, jetzt zu sein? Pass auf, ich gehe nochmal raus. Wir grasen gleich mal den See ab. Das erscheint mir, glaube ich, ein bisschen logischer. Ey, aber ganz ehrlich, was soll denn das jetzt? 12 Stunden Tageslicht übrig. Wir sind ein bisschen am Frieren. Man sagt ja, Frauen frieren im Allgemeinen ein bisschen mehr als Männer. Das kann man auch, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Ich kenne tatsächlich erwachsene Männer, die bei, weiß ich nicht, 25 Grad im Schatten frieren. Und aber halt auch Frauen, die natürlich frieren. Habe schon oft genug gesagt, da gehöre ich eigentlich gar nicht zu. Von mir aus kann draußen minus 20 Grad sein, Fenster auf und schlafen gehen. Oh, schön. Schön unter die Decke packen. Ach ja. Oh. Ihre armen Füße. Vielleicht spielen wir ein bisschen vorsichtiger jetzt, da mal eine junge Dame haben. Ich sorge mich ja auch um sie. Oh, nicht ruckeln. Aufnahme, was ist los? Wir haben gerade erst angefangen. Wird auch heute nicht so lange gehen. Also, ich glaube, die Aufnahmesession wird jetzt 1,5 Stunden gehen, weil ab 2 Stunden fängt es ja sowieso krass an mit ruckeln. Okay, da war schon wieder ein Leck. Ich überlege gerade, Aufnahmen beenden oder. Ich lasse es erstmal weiterlaufen. Wenn es schlimmer wird, dann muss ich mir einen Plan machen. Aber eigenartig.
Okay, wir sind doller am Frieren. Und die Aufnahme ist doller am Ruckeln. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Woran liegt das? Ich habe keine Ahnung. Frames sind auch nicht so stabil wie sonst. Eigenartig. Hatte ich gerade schon gesagt, die Aufnahme ist mir auch einmal gerade komplett abgestürzt. Oh, ein Beil. Wir haben Glück. Okay, ich lasse mal doch die Aufnahme noch ein bisschen laufen. Ach man, was ist denn das für ein verflixter Part? Vor allem jetzt im Anschluss gleich der Livestream. So long Donnerstag. Hehehe, was ein Wortspiel. So, mir ist nichts Besseres eingefallen. So, wir hüten uns vor Wölfen. Aber aktuell sehe ich keine. Okay, wir gehen gleich weiter zum nächsten Haus. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier schaffen werden, alle abzugrasen. Das gefällt mir gar nicht mit der Aufnahme. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich kann auch jetzt nicht schon wieder beenden. Boah, dann schaffe ich ja wieder nichts. Ich guck... Boah, hör auf zu ruckeln. Ich guck mal, wie es sich so verhält. Ich hoffe, das sieht man, okay, ich dachte schon, das war das Gewehr. Bei den Folgen sieht man es nicht so sehr, wenn es anfängt mit Ruckeln. Ein bisschen, aber dann habe ich ja auch jedes Mal die Aufnahmen komplett beendet und habe nochmal neu gestartet. Ich glaube, so könnte es sich noch in Grenzen halten. Entschuldigung dafür. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also, gerade erst angefangen. Hm? Leppi, mach mir hier keine Spinnereien. Okay, wir gehen mal da hinten hin. Wir müssten ja eigentlich auch noch zwei sein. Wir sind immer noch ein bisschen am Frieren, ist aber alles im grünen Bereich. Dachte ich aber gerade, oh, ich habe keine Ahnung, warum wir gestorben sind. Keine Ahnung. Ach so, haben wir eigentlich schon folgendes Utensil. Ich habe ja den ein oder anderen kurzen Livestream mal gemacht, so einfach um die Technik mal auszuprobieren. Okay, wir haben noch... Die Musik ist echt bedrohlich gerade. Das gefällt mir gar nicht. Warum? Warum ist die Musik gerade so bedrohlich? Boah, der Bildschirm strahlt mich gerade so an. Entschuldigung, es sieht ein bisschen bescheuert aus, aber ich muss auch jedes Mal gucken, wie ich die Videoaufnahme jedenfalls von der Facecam halbwegs anständig hinbekomme. Ich musste gerade schon hier alles dicht machen an Jalousien und an Rollläden, was ich so habe. Ich könnte jetzt noch ganz dunkel machen, aber das fand ich dann auch ein bisschen blöd. Und so, finde ich, geht es. So, scheint hinten noch ein bisschen Licht durch. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Nun nimm den Zweig, bitte. 5 Minuten, um den Zweig auseinanderzunehmen. Die Musik ist echt bedrohlich gerade. Das passt mir eigentlich so gar nicht in den Kram. So, da wir jetzt gerade neu gespawnt sind, ich wage es kaum auszusprechen, müssten wir eigentlich relativ safe sein. Die Wölfe müssten uns noch in Ruhe lassen. Wir waren ja das letzte Mal schon bei Tag... Hör auf zu ruckeln. Wir waren ja das letzte Mal schon bei Tag 5 oder so und 3 Wölfe auf dem See. Ich wollte mir, wie gesagt, echt einen Plan machen, wie wir an dem vorbeikommen. Hör auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln. Was soll das denn? Gucken wir einmal nach oben. So. Jetzt so stabil im Moment. Okay, eigenartig. Naja. Hier drüben sieht es aber soweit in Ordnung aus. Bisschen hakelig, aber noch nicht. Oh, ey. Es beschäftigt mich gerade eigentlich zu sehr, als dass ich mich konzentrieren kann. Ich mache einen kurzen Cut. Achtung. Da ist er wieder. Und... So, halt, wir machen hier mal zu. Nur zur Sicherheit. Trockenfleisch. Ich dachte schon, es wäre Ketchup. Es würde sich ja eigentlich anbieten, ein kleines Feuerchen zu machen, dass wir auch ein bisschen auftauen, aber... Was haben wir da? Ach, eine Gewehrpatrone. Die Haken habe ich übrigens gelernt im Livestream, können wir aus den Metallstücken machen, also aus diesem Metallschrott, den wir hin und wieder gefunden haben. Ich höre es irgendwie so leicht dröhnen. Entschuldigung. Bisschen wie Will Smith in Man in Black. Okay. Jetzt darüber. Oh, hier lang. Aufnahme. Ich weiß nicht, woran könnte es liegen?
Wie gesagt, ist alles noch im Rahmen, meiner Meinung nach, aber woran könnte das liegen? Ich mache doch eigentlich alles so wie immer. Ah, habe ich bei Doom auch gemacht. Auf einmal lief es nicht mehr. Eigenartig. Eigenartig, eigenartig. Okay. Pass auf. Ist hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Der See sieht auch soweit safe aus. Ich bereue es ja immer sehr, wenn ich sowas sage. Und 5 Minuten später haben wir dann einen Wolf. Ach, hier ist wieder der gefrorene Angler. Das waren wir jetzt gerade in der letzten Runde. Ich habe keine Ahnung, warum wir gestorben sind. Ich habe keine Ahnung. Also, sagt es mir bitte. Ich habe keine Ahnung. Fäustlinge. Hey, gut. Ich habe vielleicht die Vermutung, dass wir einfach erfroren sind, aber gut, es war uns kalt, aber wenn wir uns hinlegen, dann wird uns doch warm. Ich hätte auch einfach nur ein Feuer machen brauchen. Also, das war für mich nicht klar zu erkennen, dass das... Pass auf, zieh mal an. Das ist jetzt einfach nur... Anscheinend daran lag, dass uns kalt war. 10 Stunden Tageslicht übrig. Pass auf, ich gönne uns mal ein bisschen Schlaf. 3 Stunden. 76% hat man. Warten, warten, warten. Hoffentlich kommt kein Sturm. 80%, okay. Wir gucken mal. Wir frösteln. Aber 80% sind ja soweit in Ordnung. So, die Zeitung nehmen wir noch mit. Pass auf, ich mache ja auch... Nimm hier gleich mal das Holz auseinander. 8 Minuten dauert das nur. Ach, dank dem Beil sind wir also... Ja, logischerweise sind wir irgendwo schneller damit. Finde ich auch sehr, sehr schön. 1 Stunde 30 Minuten. Komm, mach mal. Jetzt sind wir durstig. Scheiße. Okay. Haben wir irgendwas zum Trinken dabei? Eine Limo. Die hat auch nicht mehr... Oh, der Fisch. Boah, der Fisch ist tricky. Das schimmlige Trockenfleisch auch. Boah, schimmlige Trockenfleisch. Pass auf, ich esse den Fisch. Ich esse den Fisch. Alles gut, okay. Ach, wir haben tatsächlich hier ein bisschen was zu trinken. Eigenartig. Wo haben wir das her? Ist ein bisschen suspekt, aber auch nicht so schön. Pass auf, die Kiste nehme ich noch mit. Weil wir können ja mit dem Bein, können wir jetzt alles auseinandernehmen. Wir hatten bei der letzten Runde, hatten wir glaube ich noch gar kein Bein. Entschuldigung, Nase juckte gerade ein bisschen. 2 Stunden. Boah, da kriegen wir aber auch viel raus. Aber ein Holz, denke ich, sollte es uns erstmal jetzt nicht mangeln. Wo, hier ist der Ausgang. Ich gucke erstmal raus. Ich schaue skeptisch zu der Frame-Anzeige. Okay, alles... In Ordnung soweit. Noch keine Wölfe zu sehen, das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst gerade. Ne, das ist nur Holz, das ist auch nur Holz. Mit Holz sind wir im Prinzip ganz gut versorgt im Moment. Und dann schauen wir da vorne mal zu den 3 Häusern. Es waren noch 3, ne? Ne, 2. Entschuldigung, 2. Okay, die Brille spiegelt echt krass. Ich könnte die Brille auch eigentlich abnehmen. Na, dann kann es durchaus passieren, dass ich mal irgendwo einen Wolf in der Ferne nicht sehe. Eigentlich beweise ich da im Moment... Ja, ein Adlerauge. Adlerauge. So ein Quatsch. Oh, was sieht mein Krähenauge? Krähen. Oder Raben. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Also, das eine ist, glaube ich, der Oberbegriff. Also, ja doch, ich glaube, das eine ist der Oberbegriff und das andere ist so eine genaue Spezifizierung. Aber, keine Ahnung, da müsst ihr einen Ornithologen fragen. Kommen wir da nicht rein? Waren wir da nicht schon mal drin? Das ist doch eine Tür hier, oder nicht? Können wir nicht durch diese Tür gehen? Die friert auch schon auffällig laut, also es ist mir bei dem anderen Typen nicht so aufgefallen. Irgendwas gehört. Ich gehe mal schnell rein. So, hier drin sollte noch safe sein. Was haben wir denn da Schönes? Eine Wasserflasche. Okay, schön. Schweinefleisch mit Bohnen. Auch sehr schön. Die Salty Crackers. Tomatensuppe. Plastikbehälter. Angelzeug. Okay, Energieriegel.
Mit dem Angeln ist es so, das habe ich auch schon so im Livestream herausgefunden. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen wortkarg war. Ich bin wieder voll konzentriert. Mit dem Angeln ist es tatsächlich so, dass wir mitunter richtig viel Glück haben können. Wir sollten am besten, ist jetzt meine Erfahrung, wenn da jemand andere Erfahrungen gemacht hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Meine Erfahrungen waren jetzt so, dass man immer am besten nur eine Stunde angelt und da kann man durchaus Glück haben, dass man bis zu drei Fische fängt. Und ich hatte ich bin mir nicht sicher, im Livestream einen richtig dicken Fisch. Der hat 1800 Kalorien oder so, oder scheiße viel. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wirklich scheiße viel. Okay, das ist nicht mehr so. Ach so, das war schon verschimmelt. Und er hält praktisch ewig. Traue ich mich gerade nicht. Pass auf, wir essen das. Ach so, wir haben keinen Dosenöffner. Denn erstmal hier so ein paar Knabberdinger. Hart nicht sehr nahrhaft, aber ungiftig. Peniswitz. So, essen. Okay, das reicht ja auch. Oh, draußen pfeift der Fuchs. Ich hoffe, es bleibt beim Fuchs. Was sagt denn eigentlich der Timer? Alles gut, alles gut. Den Timer jetzt auch nur so ungefähr als Erinnerung, damit er mir sagt. Was sind denn das für Geräusche? Also irgendwas knarzt, aber das gefällt mir natürlich gar nicht. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wieso kann man her? Tannenholz, okay. Zeitung. Da will uns jemand ködern. Mit schönen Gegenständen. Oh, da liegt eine Leiche. Ich sehe tatsächlich immer noch keinen Wolf. Das macht mir. Selbst das macht mir Angst, wenn keine Wölfe da sind. Okay, das war auch wieder fast abgelaufen, was wir da gerade eingesammelt haben. Okay, eigenartig. Jetzt sind hier draußen die Frames stabil, wo der Sturm aufzieht. Okay. Wurde wohl nicht richtig gefordert. Ich habe keine Ahnung, woran es manchmal liegt. Ist halt Technik. Technik ist anfällig. Gibt so Leute, die fragen immer wieder, also wenn man so privat im Gespräch ist, meckern sie dann rum. Ja, und dann geht das und das auf einmal bei meinem Handy nicht und das ging aber sonst immer und auf einmal geht das nicht mehr und das funktioniert nicht so richtig und er lädt da voll lange und dann stürzt die App ab. Ja, das ist halt Technik. Entschuldigung, das passiert. Also, wenn man mal überlegt, vor 10 Jahren, wo die Handys vom Fortschritt her noch wirklich bescheiden waren. Also gut, es gab vor 10 Jahren auch schon gute Handys, aber im Vergleich zu dem, was man jetzt alles mit so einem Ding machen kann. Krass, 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 krass. Pass auf, wir können den Stuhl auseinandernehmen. Da kriegen wir 6 Stoff. Boah, und Zunder. Also nicht den Stuhl, den Sessel. Das machen wir mal. Uns wird auch ein bisschen warm dabei. Okay. Alles noch in Ordnung. Wir müssen doch jetzt echt schon viel. Obwohl, wir können auch ein bisschen was tragen. Oh, das war mein Bauch. Ich kriege jedes Mal einen Riesenschrecken, wenn der Bauch knurrt. Okay, Schokolade und Nüsse, das erstmal mal schnell. Das läuft bald ab. Orangenlimo. Ja, komm. Also, wir haben ein bisschen Appetit, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich ziehe mich mal so ein bisschen rauszugehen. Entschuldigung dafür, aber. So, ich kann den Timer schon mal stoppen. Den jetzt in nahezu. Oh, falscher Knopf. Entschuldigung. Ich meine falsche Taste. In naher Zukunft werde ich den Part jetzt beenden, aber. Bisschen haben wir noch, nur nicht, dass der gleich dazwischen quäkt, wieder. Wir haben noch keine Magnesiumfackel gefunden, ne? Mir wurde im Livestream gesagt, immer die Magnesiumfackel in der Hand halten, wenn man eine hat. Also einfach nur griffbereit und wenn dann ein Wolf kommt, anzünden. Immer anzünden, egal wie weit er weg ist noch. Also gut, wenn er jetzt da ganz hinten rumstapft, nicht, aber wenn er in erreichbarer Nähe ist. Und da haben wir uns echt im Livestream mittlerweile schon vielen Kämpfen gestellt. Das war. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Es war echt. Wow, wow, wow. Vorhin durch die Magnesiumfackel leuchtet der Wolf auch so ein bisschen. Ein bisschen rötlich und sieht schon ein bisschen gruselig aus. Oh Gott, diese Musik.
Aber jetzt ist sie weg, weil wir einen neuen Ort entdeckt haben und hier natürlich andere Musik spielt. Beziehungsweise hier einmal andere Musik aufploppt. Hütte am See. Wir gucken mal. Das sind ja diese Hütten, wo kein Ofen drin ist. Was ich immer noch ein bisschen schade finde. Sonst hätte man hier auch mal übernachten können. Hätte sich vielleicht angeboten. Wir haben noch 2 Stunden Tageslicht. Oh, Streichhölzer, die habe ich beinahe übersehen. Da ist noch was, oder? Nu? Nee, da ist nichts. Ist nur die Kiste. Aber wir könnten das alles auseinandernehmen. Das gefällt mir natürlich gut von der Idee her. Hier ist nichts. Nur ein Regal. Aber ich werde jetzt versuchen, noch die beiden Häuser hier abzuklappern und dass wir dann wieder zurück zum Oval Office gehen. Oval Office. Wisst ihr, was damit gemeint ist, halt da vorne zu dieser Camp-Basis. Meine Güte. So, da haben wir nämlich auch eine Werkbank, wo wir ein bisschen was craften können. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Ressourcen jetzt haben. Dafür. So, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ist hier überhaupt irgendwas? Hier drin vielleicht noch? Eine Kiste. Mit nichts. Halt. Da ist noch was. Metallbehälter. Daumen drücken. Geschmackloser Schokoriegel. Brandbeschleuniger. Okay, hat sich gelohnt. Die Schüssel können wir nicht mitnehmen. Vielleicht als Nachttopf oder so. Okay, schnell raus. Keine Zeit verlieren, wir müssen auf alle Fälle denn noch bis nach Hause kommen. Entschuldigung, meine Stimme ist so ein bisschen weg heute. So, pass auf. Ach, hier war noch diese... Hier können wir nicht rein, ne? Ne, da kommen wir nicht rein. Und wir gehen Richtung zu Hause. Und da würde dann auch der Part vorbei sein, wenn wir es dahin schaffen. Aber erstmal abwarten. Wir wissen, wie so Long Dark ist. Siehe da, Fisch heute nachts tot. Das ärgert mich immer noch. Es läuft aber, also die Runde läuft jetzt tatsächlich ganz gut. Dadurch, dass wir auch schon einen Ball haben und auch hier noch nie gespawnt sind. Ganz ruhig. Ganz ruhig, sind bald zu Hause. Dadurch, dass wir halt auch hier in der Nähe jetzt gespawnt sind, können wir uns relativ fix wieder die Sachen holen. Müssen natürlich nochmal 2 Jägerhütte. Finde ich persönlich nicht schlimm, aber so für, so als Zuschauer ist es natürlich ein bisschen doof. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, aber wir lernen ja auch dazu. Da ganz vorne bei der Hütte ist irgendwas. Ach nee, das ist die Fahne, die im Wind weht. Entschuldigung. Es ist zu ruhig. Es ist definitiv zu ruhig gerade. Im Livestream wollen wir übrigens direkt oben an der an unserer Base angegriffen. Also wirklich direkt vor der Haustür. Das war ein ganz schöner Schock. Sorry, wenn ich gerade so wenig sage, aber ich bin echt mega gespannt. Ich schiehe immer so ein bisschen zur Kamera rüber, weil ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll. Ist natürlich sehr, sehr ungünstig, aber ich bin auch gerade ein bisschen angespannt. Der See ist tatsächlich sehr, sehr ruhig. Auffällig ruhig, würde ich schon nennen. Okay, pass auf, ich gebe mal ein bisschen Gas. So, wird uns vielleicht noch mal ein bisschen warm. Ja, vermutlich ja nicht, aber du wärmst dich gleich auf. Und dann nehmen wir mal schön das, unser Zuhause da auseinander. Dann können wir alles klein, kurz und klein hauen. So. Jetzt aufpassen. Okay, alles gut, wie es aussieht. Da vorne ist der Hirsch. Alles gut. Ich weiß gar nicht, war das? War das im Livestream oder im Let's Play direkt, wo wir den Wolf praktisch auf so einen Hirsch geleitet haben und der den angegriffen hat? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, wir sind zu Hause, wir machen ein schönes Feuerchen. So, gucken wir mal.
Altholz. Haben wir nicht einen Stock, den wir erstmal nehmen können? Stock, genau. Wir nehmen Rohkem, Zunderbündel, Zeitungspapier, aufgerollte Zeitung. Ich will mal ganz kurz gucken. Köder ablegen. Was ist denn das? Geschmacklose Salzcracker. Ach so, den können wir als Köder. Okay. Zunderbündel. Pass auf, das machen wir mal ganz kurz. Also ein Zunderbündel brauchen wir doch da nicht komplett reinwerfen. Oder? Ich bin. Ach, ist egal. Komm, pass auf. Nicht den Rohkolben im Zunderbündel. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Sorry. So, und wir nehmen kein Altholz, wir nehmen einen Stock. Feuer machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich vermute fast nicht. Und die Aufnahme ist schon wieder viel zu lang, sehe ich gerade. Egal. Egal, egal, egal. Oh, obwohl nicht egal. Ich muss ja 14 Uhr, 14 Uhr für den Livestream fertig sein. Aber da haben wir noch auch noch ein bisschen Zeit. Da kann ich gleich noch ein, zwei Runden aufnehmen. So ist das. Entschuldigung, ich erzähle manchmal echt Scheiße. Ach Gott. So, Feuerchen klappt. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part bei The Long Dark. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö.